Mist! Pharao Snofru hat Snofru. in Wir hören uns Ägypten den auch. Anfang wieder an und dann würde ich überspringen. Heute blüht das Königreich unter seiner Neu weisen und starten, stimmt, das gütigen kann man auch. Herrschaft. Snofru wünscht, in Dashur ein weiteres Bauprojekt in Angriff zu nehmen, das noch ehrgeiziger sein soll als die Knickpyramide. Okay. Optionen. Schwierigkeitsgrad. Schwierig. Bestätigen. Ist jetzt genommen? Ja. Dann machen wir einfach einen Neustart. Müsste es ja auf jeden Fall ziehen. Ich frage mich sowieso, was man in 10.000 Jahren von unserer Zivilisation noch findet. Eisen verrostet und Beton wird als Steinformation enden. Das lang Haltbaren haben wir eigentlich auch nicht wirklich was gebaut. Nee, wir haben jetzt halt auch keine. Ja, sowas wie Pyramiden haben wir ja nicht, ne? So krasse Bauwerke oder sowas. Ja, schwierig. Da gebe ich dir recht. Mit Pompeji ist wieder etwas von meiner To-Do-Liste weg. Mal sehen, vielleicht geht es nächstes Jahr mal wieder in die Staaten. Oh, cool. So weit war ich noch nie. Hat man das 10k Gold? Okay, im Gold hat sich nichts geändert. Ich vermute, dass die Forderungen vielleicht einfach stärker und öfters kommen. Das würde ich jetzt mal vermuten. Bestimmt viele Kopien von Remakes und Remastered-Versionen von Spielen, die niemand mehr spielen wollte, weil sie zu verpackt sind. Das könnte übrig bleiben, da könntest du recht haben, ja. Okay, gut, wir gucken uns die Map mal kurz an. Hier haben wir unser Hauptding. Wann kommt denn die Minimap eigentlich? Gut, hier könnte man theoretisch mit einer Brücke rüber und dann hier die Nahrung holen. Ist aber ziemlich ab vom Schuss. Etwa den Teil. Ja, alles nichts Besonderes, ne? Gut, was haben wir? Wieder Getreide und Gerste. Dann können wir wahrscheinlich wieder Bier exportieren. Wir haben Kalksteinbruch. Der Rest, also ziemlich ähnlich zu vorhin. Oh, außer dass wir 4 Götter haben. Yay! Und Militär. Yay! Oh, wir können Mauern bauen. Nutzlose Mauern und Türme. Ja, geile Sache. Könnte man machen, oder? Oh Mann. Gut. Kalkstein könnte man theoretisch auch exportieren, aber wir müssen ja wieder eine Pyramide bauen. Tupperware-Export. Bier-Export müssen wir auf jeden Fall machen. Damit müssen wir relativ schnell starten. Okay. Gut. Also theoretisch waren es Startgold, wobei das bei Pharao echt happig war. Gut, das haben wir jetzt in dem Fall auf jeden Fall nicht. Und vor allem halt die Auswirkungen auf die Einwohner und auf die Wertungen waren quasi schwerer zu erreichen. Das wäre aber jetzt schön, wenn das der Fall wenigstens wäre. Seht, es ist ein Schutzpatron. Also richtig Kampfaktion. Dazu eine Frage. Funktioniert das mit dem Seed bei Kämpfen? Ich habe nämlich das Gefühl nicht. Da kommt die Meldung, er vernichtet die ankommenden Feinde und es tut sich aber nichts ändern. Also irgendwie klappt das doch gar nicht mit dem Seed. So, warte mal. Ich baue erstmal kurz, dann lese ich wieder. Ich würde mich erstmal auf die Mitte konzentrieren, weil wir ja gleich auch noch nach rechts müssen zum Stein. Wo ist denn die Pyramide? Shit. Ah, doch, Moment. Aber das ist blöd, dann kommen wir mal an den Stein ran. Okay, wir kriegen die nicht hier drüben hin. Auch vergessen. Kriegst du auch nicht. Also die Pyramide müssen wir nach links machen. Wir müssen halt ein bisschen transportieren. Okay. Na gut. Auch okay. Was? Da fällt mir spontan das IT-Spiel ein, was ein totaler Flop war und der Publisher dann die Reste in der Wüste von Nevada vergraben hat. Echt jetzt? Ist ja geil. Klasse. Jetzt mal kurz gucken. Machen wir dann ungefähr hier den Fährhafen. Ja, könnten wir auch hier unten hin machen. Hier eine Verbindung machen. So von der Theorie her. Dann könnte ich nach oben die ganzen Häuser machen.
Um den Dreh würde ich es mal einplanen. Und dann noch ein Pavillon einplanen. Die Wertungen haben wir uns heute angeguckt. Kultur 20. Und dann Hauch von nichts. Umstand 30 ist auch nicht viel. Gut. Wahrscheinlich wird dann irgendwann gesagt, während diese Köpfe im Gestein waren, die Darstellung der Götter der Macht der damaligen Zeit von Mount Rushmore. Ja, das kann natürlich sein. Eine Sache fällt mir doch ein. Sehr wahrscheinlich der Verbuddel der Atome. Das könnte passieren, ja. Vielleicht buddeln sie es aus und wundern sich, was das ist. Er vernichtet, bevor der Kampf beginnt, und er rettet nur einen Teil aus. Ja, aber gefühlt, also ich weiß nicht. Hast du da immer komplette Bataillone, die da kommen? Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass da ein paar Soldaten fehlen. Ja, aber in der Mission wird er mehr deine Soldaten außerhalb beschützen. Muss sein. Bestimmt natürliche Vorkommen aus seltenen Materialien. Oh, ja, wisst ihr was? Wir sollten vielleicht eine Brücke bauen, damit hier auch Leute rüberkommen. Oh Mann. So. Was haltet ihr davon? Ist eine gute Idee, oder? Ich finde schon. So ein Brückchen. Fällt mir ein, ich muss ein Messer bestellen. Die Frau hat mir leider das 165 Euro Messer verboten. Wie, verboten oder verbogen? Ach so, verboten zu bestellen. Jetzt habe ich es verstanden. Wären es nur 65 oder so. Okay, 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 okay. Also gute Messer sind schon cool. Muss schon sagen. Oh, kein Schrein. Gottes Willen. Ah, wie viele Tempel ich da jetzt brauche, direkt zu Beginn. Oh, das ist immer so ärgerlich. Hier, Gottmission. I don't like it. Ich wollte hier aber eventuell noch ein Pavillon. Ja, gut, das müsste aber auch. Hängt natürlich davon auf ab. Plutonium hat eine Halbwertszeit von etwa 24.100 Jahren. Stimmt. Sind wir noch immerhin nicht bei 100.000. Ein Plan, hat die Mission mit Kampf bisher sehr stark umgangen. Hm. Schwimmen? Stimmt. Wieso Brücke bauen? Die können doch auch schwimmen. Völlig richtig. So, ich würde aber gerne erstmal ein bisschen mehr mit dem Überschwemmungsgebiet arbeiten, weil das einfach... ist einfach ein besseres Ding raus, ne? Ja, es ist schon eng hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das brauchen... ob ich das nutzen werde. Ich weiß es noch nicht genau. Sieht es denn aus? Muss ich auch Häfen bauen? Ja, da müssen wir hier ein bisschen aufpassen, dass wir da nichts hinbauen. Ich würde vielleicht tatsächlich oben hin ein Silo bauen. Die müssen zwar ein Stück laufen. Aber dann spare ich mir hier unten noch ein bisschen Platz. Verboten, aber es ist so schön. Handgeschmiedeter Damast aus Japan. Gibt nichts Geileres. Oha. Weibhöser Schädel oder weibhöse Frau? Ja, ist schon viel Geld, ne? Gerade wenn man gerade Nachwuchs gekriegt hat, ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig. Honestly, ich habe im Spiel nie Schreine gebaut. Bringt dir eigentlich irgendwas? Kaum. Kaum. Also ich glaube, du musst... legt jetzt nicht auf die Goldwaage. Ich glaube, 20 Schreine oder so bauen, damit es in der Stimmung was hilft. Also ich baue sie immer, wenn ich wirklich genug Geld habe, hinter diese Polizei, Feuerwehr, Architektenbüro. Da baue ich sie dann immer hin. Weil es ist ja eh verschenkter Raum sonst. Aber ansonsten, nicht so der Knaller. So, wir gehen auf, ich immer nur eins hin, ne? Ja, gut, okay.
könnt ihr schon mal anfangen. Zweiter Runde und dann planen wir hier nämlich schon mal Bier dann auch ein, damit wir mit dem Geld möglichst wenig Probleme kriegen. Ah, das ist doch kacke hier, ist es doch vom Bauen schon wieder, oder? So, weil wir aktuell nur Elterngeld beziehen, ja. Und bis wir schauen sollten, wo das Geld hingeht. Und das Argument, dass ich dann Ausbeinmesser? Hä? Auch nicht so oft benutzt, ist das schon plausibel. Wobei das Messer jetzt auch nicht schlecht ist. Okay, jetzt klär mich mit dem Messer nochmal auf, bitte. Steine sind nutzlos. Ja, naja. Das Einzige ist, dass die ein bisschen hübsch machen, aber nur Schreine bauen für die Götter macht keinen Sinn. Nee, das kannst du auch nicht. Haben wir schon wieder die Arztpraxis vergessen, Leute? Wer hat mich nicht dran erinnert? Sauerei! Ist es gebaut? Hat es nicht gebaut, ne? Mensch, Leute! Klingt mich jetzt aber aus, muss Küche zusammenräumen und Abendessen anfangen. Heute toter Vogel. Viel Spaß beim Kochen! Wird bestimmt gut. Schön, dass du da warst, Chill. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Hör mal noch zu. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken wegen Bier. Bier. Handelsroute über See. Das war zu erwarten. Dann hauen wir als nächstes natürlich noch direkt einen Dock hin. Ich muss nur dran denken, dass wir irgendwo auch einen Fährhafen auf jeden Fall einplanen. Könnte man hier vielleicht, weil da passt eh kein großes Hafengebäude hin. Arbeitskräfte benötigt. Ja, ich weiß. Ihr kriegt jetzt noch ein Bassin. Sieht nach solche aus. Ja. Ist angezeigt? Was genau? Aber ich habe ja auch Apotheke gebaut, von daher sollte das jetzt besser werden. Ist beim Messer zum Ausschlachten, okay. Noch nie gehört den Begriff, ehrlich gesagt. So. Okay, sie sind im Moment nur gleichgültig. Das ist noch okay. Überlege ich gerade. Ich glaube, wir machen direkt ein zweites Ding. Warte mal. Weil hier muss noch ein Hafen hin. Uah, der macht wieder so einen Negativboost, ne? Naja, scheißegal. Ist egal. Ein bisschen schneller hier vorankommen. Das Warnlager ist mich immer noch nicht aktiv. Aber jetzt. Gerade noch kurz mit dem Brauer reinbauen, bis die Leute da sind. Oh, Bier exportieren über null. Ihr dürft bitte kein Bier kaufen. Kein Bier und keine Leinen. Zack. Hunger! Müssen wir bald was holen. Und wie sie alle zufrieden sind, obwohl ich nur einen Tempel habe. Die werden gleich unglücklicher werden. Ja. Nee, Seed ist doch gar nicht unser Schutzpatron, oder? Nee, Fahr ist es nicht Seed. Ja, dieses Tempelthema.
Halt auch nicht günstig, die Dinger. Seht es dir nach. Na, zum Glück. Zum Glück. Er braucht auch noch einen. Es ist immer so, du hast einen Schutzgott quasi und der braucht eigentlich immer einen Tempel mehr als die anderen, sonst ist er nicht zufrieden. Beziehungsweise braucht er eigentlich einen Tempelkomplex. Der ist aber wahnsinnig teuer. Deshalb muss ich gerade erstmal mit vermehrt Tempel für den netten Herrn hier arbeiten. Das ist ein bisschen blöd. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Nahrung und alles beikriegen. Das ist ja echt blöd mit den Farben. Ich würde hier zwei hinkriegen, aber dann müsste ich halt da wieder vom Weg hereingehen. Es ist schön, dass ihr glücklich seid, ihr Götterlis. Ja. Mal gucken, wie wir es da machen am besten. Bier sollte jetzt der Export langsam dann anlaufen. Was ich komisch finde an dem Spiel ist, dass die Arbeiter im Flutgebiet so schön überleben. Ja, das ist blöd. Also im Alten war es eigentlich so, dass die weggeschwemmt wurden. Also die waren dann einfach weg. Außer die, die wirklich ziemlich ganz am Rand standen. Das, ich würde es mal noch als Backup tun. Ich denke, die passen es noch an. Hoffe ich zumindest. Ich würde auch noch ein zweites Silo bauen. Mach die mal noch da oben hin. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da unten bauen werde. Weil da auch das Dock ist. Das heißt, unsere ganzen Produktionen möchte ich eigentlich hier in der Gegend aufbauen. Dass wir hier nochmal runterfahren und vielleicht hier die Leinen noch machen. Leinen und Papyrus, je nachdem. Und wir müssen jetzt dann halt bald aufpassen. Ich weiß nicht, wie schnell es losgeht mit dem Krieg. Speicher mal lieber ab. Hatte Abuses für das Feature-Bug. Ja. Ja, es sind so ein paar Sachen, die sind schade. Aber ich bin ja schon froh, dass sie das Kampfsystem komplett umstellen wollen. Finde ich gut. Aber summa summarum würdest du das Spiel empfehlen? Oder sollte man eher zum Original greifen, auch wenn es einige Quality-of-Life-Feature nicht im Original sind? Oh shit. Moment kurz. Moment. So, einstellen, das ist nicht, dass wir es vergessen vor lauter Quatschen. Das kommt jetzt voll drauf an, was für ein Typ man ist, ob einem eine aufgehübschte Grafik und so wichtig ist oder nicht, finde ich. Also vom Ding her würde ich, glaube ich, noch das, wenn ein Grafik nicht stört, das alte empfehlen, einfach nur wegen diesem Kampfsystem, weil ich finde, das macht viel aus. Aber ansonsten, wenn man das alte nicht kennt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Es ist trotzdem ein tolles Spiel, auch wenn sie dieses Militärthema ein bisschen verändert haben. Ich finde es trotzdem toll. Also empfehlen auf jeden Fall. Es ist auch ja nicht so teuer. Und du hast unfassbar viele Spielstunden, die allein die Kampagne braucht. Also es lohnt sich schon. So, wir gehen jetzt hier mit dem Sträßchen rein. Oh! Ja, Leute, das ist mir ja noch gar nicht passiert. Ich habe tatsächlich Feuerwachen und so verpennt. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Also im Remake hier. Ja, warte mal. Passt jetzt sehr gut hin. Hat tatsächlich was gebrannt. Also so sieht es aus, wenn was brennt. Dass ihr das auch mal gesehen habt. Das war jetzt ganz wichtig. Hat mein Warenlager. Oh, so eine Scheiße.
Da habe ich schon wieder auf rückgängig gedrückt. Ich bin so blöd. Ah, das Warnlager. Oh, Mensch. Jetzt wird es wahrscheinlich mit meiner Forderung nichts mehr. Geigt! Voll vergeigt. Shit. Shit, shit, shit. Ja, hier wäre jetzt auch bald was eingestürzt. Hoppala! Natürlich ist nicht so geil. Cool, danke, dass du uns gezeigt hast, was es für katastrophale Folgen hat, wenn man keine Feuerwache baut, gell? Hab ich gut gemacht. Finde ich auch. Extra für euch. So, ich habe hier jetzt ein bisschen riskant gebaut. Das Problem ist, dass ich noch keinen Außenweg habe. Das heißt, die laufen mit ihrer Ernte halt übers Überschwemmungsgebiet. Wenn du das recht lang ziehst, also so müsste es noch passen. Aber wenn die von hier unten kommt, komplett durchs Überschwemmungsgebiet laufen, dann werden die halt auch mal weggeschwemmt mit ihrem vollen Wagen. Also da muss man immer auch ein bisschen aufpassen. Ich werde nachher hier auf jeden Fall noch eine Straße bauen. Für die Leinen und so. Da können wir heute wieder sagen, bei der Fanny haben wir wieder was gelernt. Jawohl! Aue, immer Feuer machen. Ganz wichtig. Absolut. So, wie ist es denn geldmäßig? Mal kurz das Stroh nämlich erfüllen. Dann machen wir das Stroh jetzt hier wieder aus. Nichts annehmen.